Hallo zusammen und willkommen an meinem Schreibtisch. Ich habe heute offensichtlich ein kleines Unboxing für euch. Ich habe nämlich bei Little Whimsy und My Indico bestellt. Und ja, das würde ich jetzt gerne mit euch zusammen auspacken. Hier habe ich vorher tatsächlich schon mal reingeguckt und schon ein paar Sachen rausgenommen, weil ich mit einem anderen Mädel zusammen bestellt habe, weil die Versandkosten ja leider doch enorm hoch sind und sich das alleine nicht so richtig gelohnt hätte. Ich wollte aber ein paar Tapes haben, die ich leider nur da gefunden habe. Und ja, ich zeige sie euch jetzt mal, wenn ich es dann aufkriege. Ja. Oh, jetzt habe ich am Stativ gewackelt. Entschuldigung. Ich drehe das vielleicht mal so. Also. Ich nehme das, glaube ich, einfach mal alles raus. Dann ist das einfacher. Ihr könnt schon mal ahnen, was hier so alles Schönes drin ist. Also. So, packen wir diesen Monsterkarton mal aus dem Bild. Achtung, es rumpelt. Genau. Und zwar ging es mir in erster Linie um diese drei Tapes mit den Teddybären, die ich absolut süß finde und ich ja eigentlich nicht so der Typ für niedliche Sachen bin, aber ja, die habe ich gesehen und musste sie haben. Ich würde sie einmal auspacken und euch dann näher zeigen. So, jetzt kommen wir hier zu dem ersten Tape. Also es gibt insgesamt vier verschiedene davon. Eins war jetzt leider schon ausverkauft, deswegen sind es nur diese drei geworden. Genau, das hier ist, das heißt Shopping Bear. Und ich meine, guckt euch das an, ist das nicht absolut süß, diese Motive. Bitte stell dich scharf. Ich finde das so niedlich. Allein hier die mit diesen Einkaufstüten und mit diesem Karton. Das passt ja auch super jetzt zum Auspacken. Und hier, ich meine, guckt euch das an. Ist das nicht einfach unglaublich niedlich? Ich liebe es total. Dann gibt es hier noch eins. Ich weiß leider nicht genau, wie das jetzt heißt. So sieht das aus. Ah, das ist der Eating Bear, wenn mich nicht alles täuscht. Oh, das ist einfach so süß. Oh, mit Sushi sogar. Kirschen, Nudeln. Ein riesiges Eis. Oh, wie süß. Noch mehr Nudeln. Noch mehr Pizza. Und das Motiv ist immer noch nicht zu Ende, aber mein Arm ist gleich zu Ende. Oh, es ist so süß. Ja. Okay, ihr habt auf jeden Fall eine Idee davon bekommen, was da so drauf ist. Um das Aufwickeln kümmere ich mich später. Jetzt kommen wir zum letzten Bärentape. Wenn ich es dann aufkriege. So. Oh, falschrum. Sorry. Das ist der Bear at Home. Oh nein, er ist krank. Und er hat keine Lust. Oh. Und das sieht mir schwer nach Homeoffice Bear aus. Oh, das ist einfach so niedlich. Guckt euch das mal an, wie süß. Ja, okay, eine Waage. Oh, keine Lust. Oh, sogar ein Bär mit Maske. Also ich finde es einfach absolut süß und die Motive sind hier immer noch nicht zu Ende, aber mein Arm ist leider zu Ende. Ja, genau. Ja, dann habe ich mir noch dieses Tape bestellt. Das ist von London Gifties und ja, ich habe schon eine Rolle davon. Das ist mein absolutes Lieblings-Herbst-Tape, deswegen durfte jetzt eine Backup-Rolle einziehen. Dann auch noch dieses Tape von London Gifties. Das
würde ich jetzt auch einmal auspacken und euch etwas näher zeigen. Genau, und zwar heißt das Forest Landscapes. Und hier sind so verschiedene Waldlandschaften drauf. Und ich fand das mega schön. Und ja, ich kannte das auch gar nicht. Also es kann sein, dass das schon älter ist und jetzt gar nicht. Ah, guck mal, das ist auch gar nicht so lang. Also hier wiederholt sich das dann schon. Genau, aber ich finde es mega schön. Und ja, wie gesagt, ich kannte das gar nicht. Kann sein, dass das noch aus der älteren Generation London Gifties Tapes ist, sozusagen. Genau, dann haben wir hier ein paar Goodies. Ja. Voll süß. Das hier ist, glaube ich, dieses Li Hao Paper. Ich glaube, Li Hao. Ach, guck mal, kann man hier sogar. Das ist wie so Sticker. Das ist ja schön. Ein Papier. Ein paar Schnipsel. Oh ja. Voll schön. Huch. Oh, hier ist noch sogar noch ein Mädel dazwischen. Ja. Süß. Ja, dann habe ich mir hiervon noch ein Sticker-Pack bestellt. Von diesen Hello-Stickern, weil ich die ganz schön fand und ja, die gerne benutzt habe. Ja, dann kommen wir noch zu dieser Tüte. Hier müssten Stempel drin sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Es knistert. Ja. Genau. Hier gibt es einmal diesen Stempel mit dem Leuchtturm. Genau, Li Hao Paper heißt das. Den werde ich jetzt aber nicht auspacken, weil ich den für eine Freundin mitbestellt habe, beziehungsweise ihr den dann schenken möchte. Genau, deswegen bleibt er jetzt eingepackt, aber ihr könnt ja ahnen, wie er aussieht. ja, dann habe ich einmal mir diesen Stempel bestellt. Ich bringe es jetzt ab. Ja. Zumindest das Band. Genau, der ist von Pens Paper Planner. Und eigentlich wollte ich mir den bei Happy Vintage Crafter bestellen. Aber ich war zu langsam. Ja, it's okay to be a little obsessed with stationery. Und ja, ich fand den einfach sehr passend und super schön. Und daher durfte er jetzt einziehen. Genau, und dann habe ich mir noch diesen Stempel bestellt von Blinks of Life. Ich mache einmal auf. Genau, so ein Journey-Stempel, wie so ein Lexikon-Eintrag. Den mag ich gerne, so eine Art Stempel. Habe ich ja auch schon ein paar von rumstehen. Genau, und deswegen durfte der auch einziehen. Ja, das war es von Little Whimsy. Ja, das war Roll Nummer 1 sozusagen. Und jetzt würde ich weitermachen mit My Indico. Jetzt räume ich das aber erstmal weg. Weiter geht's mit dem nächsten Karton. Genau, hier habe ich jetzt tatsächlich noch nicht reingeguckt. Ist jetzt auch für mich Überraschung. So, Achtung, das knistert. Okay. Ja, ich habe mir einmal dieses Tape hier von Jamel Garden, ist es glaube ich, bestellt. Genau, so sieht das aus. Ich würde es jetzt mal nicht auspacken. Und auch dieses hier, das müsste ebenfalls Jamel Garden sein. Ich frage mich übrigens gerade, ob ihr die Sägegeräusche hören könnt. Die sind hier irgendwie draußen gerade am Baum fällen. Ja, also falls ihr es hört, tut es mir leid. Genau, dann durfte noch dieses Tape hier von Loy Design einziehen. Ich packe das auch mal eben aus.
Wahrscheinlich kennt ihr das eh schon alle, aber. Genau, das ist dieses hier mit diesen Blumen. Ich mach es einmal auf. Genau, so sieht das aus. Ich fand das auch sehr schön, gerade weil das jetzt auch Farben sind, die ich so noch nicht so habe, weil die ja auch so ein bisschen dezenter sind und nicht so knallig. Ja, fand ich super schön. Deswegen durfte ich das dann auch einziehen. Oh, sind wir hier festgeklebt. Außerhalb des Bildes steht hier nämlich alles Mögliche rum. Ja, aber das könnt ihr ja glücklicherweise nicht sehen. So. Ja, dann können wir mal mit diesem Schätzchen hier weitermachen. Die packe ich einmal kurz aus. Ja, so sieht das Ganze aus. Ich weiß gar nicht, wie groß das ist. Vielleicht so A6 Slim oder sowas. Das ist so eine Fächermappe. Ach so, okay. Wo man dann irgendwas reintun könnte, wenn man möchte. Und was halt ganz schön ist, dass die nach innen quasi klappt. Also dass sie hier so einen Deckel hat und nicht so quasi, dass so alles rausfallen könnte. Genau, ich weiß noch nicht so ganz genau, was ich damit vorhabe. Aber ja, zur Not zur Schnipselaufbewahrung oder ja, genau, fand ich ganz schön. Eigentlich hätte ich gerne eine andere Farbe gehabt, aber ja, die waren irgendwie, es gab noch so ein Beige, da dachte ich, ja, das wird dann immer so schnell dreckig und ja, es gab das auch noch in so einer halben Größe, aber das war mir dann ein bisschen zu klein. Ja. Genau. Dann das hier. Das ist ein Brush Pen, den ich mir bestellt habe. Genau. Ja, den packe ich jetzt aber nicht mit euch aus. Falls es jemand interessiert, wie er funktioniert, wie gut er ist, möge er sich melden. Genau. Das hier ist ebenfalls ein Brush Pen. Oh, das sieht ja spannend aus. Okay. Muss ich mal testen im Nachgang. Ja, dann habe ich mir noch welche von diesen Rub-Ons bestellt. Der eine oder andere hat sie vielleicht schon in meiner Instagram-Story gesehen. Die sind von Some Sort of Fern. Falls ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Und ich fand die einfach unfassbar schön. Ich meine, guckt euch das doch mal an, wie cool die sind. Ja. Und da ich die auch noch nirgendwo anders gesehen habe, ja, mussten sie jetzt dann nochmal bestellt werden. Ich glaube, die heißen Time Travel oder sowas. Oder Travel Time. Irgendwie so. Ja, mega schön. Hier gibt es, jetzt kann ich meine Adresse sehen. Hier gibt es jedenfalls noch ein Sticker-Set. Ah ja, Travel Time Print-on-Stickers heißen die. Also Print-on-Sticker, ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe. Ja, und dann habe ich mir einen Kaweco-Füller gekauft. Ich packe ihn einmal aus. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich habe nur so einen richtig alten Lami-Füller, mit dem ich voll ungern geschrieben habe. Weil der so gekratzt hat und irgendwie hat es mich genervt. Und die hier sind ja auch nicht so teuer. Und deswegen durfte der jetzt einziehen. Okay, ich muss sagen, es ist noch kleiner, als ich gedacht hätte. Ja. Ich bin gespannt, wie er sich macht. Wie geht das denn auf? Ah, Schrauben. Okay. Ja. Mit einer goldenen Feder. Und es ist eine Feder in der Stärke M. Genau, die muss ich dann mal ausprobieren. Ja, und dazu habe ich mir eben noch dieses Klammerdings, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, bestellt. Genau. Ja, jetzt lege ich euch auch nochmal alles ins Bild. Ja, das war meine Ausbeute von MyIndieCo. Ich hoffe sehr, dieses kleine Video hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen.
Macht's gut und bleibt gesund.